Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir das Dorf hier angeguckt und irgendwie... Ja, das haben wir auch schon gemacht, okay. Ja dann, also wir haben uns noch das letzte Lied geholt und eigentlich wollte ich jetzt hier noch ein Minispiel machen, aber das können wir auch ein andermal machen. Für ein Herzteil, versteht sich. Aber dafür habe ich jetzt keinen Bock. Da muss man nämlich solche blöden Katzen suchen und darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so die Lust aktuell. Aber ich glaube, wir kommen jetzt zu einem anderen nervigen Part, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt nämlich solche blöden Statuen suchen. Und das ist auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Naja, ich würde sagen, so, wir brauchen nämlich das Ding hier. So, erstmal nochmal schön warten hier. Bis die Herzen wieder aufgefüllt sind. Sehr schön. Und dann könnten wir jetzt hier wieder reingehen und unserer Freundin Elia das schöne Fragment hier geben. Also diese Flöte hier. True. Ja, wieder was für deine Gedanken. Wir kennen uns, nicht wahr? Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich erinnere mich. Es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Jake, du bist es. Na, da hat's ja wohl anscheinend wieder ihr Erinnerungsvermögen zurück. Love is in the air. Nein, ich will jetzt nicht den Moment zerstören. Aber es ist ja irgendwie... ja. Tschüss. Ja. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Jake, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Ilia hat sie für dich selbst gemacht. Damit kannst du LB125 rufen, auch wenn kein Gras in deiner Nähe ist. Öffne Minus den Item-Bildschirm, lege sie auf B oder das Steuerkreuz. Auf Steuer kannst du sie direkt verwenden, ohne auf B umzulegen. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Na, dann ist ja gut. Ist zumindest jetzt ihr schon wieder gut. Wunderbar. Jake, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur der Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Jake, hast du denn keine Ahnung, wo dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Ja, er steht nämlich direkt vor dir sozusagen, weil wir haben nämlich diesen Stab. Es dreht sich nämlich um den Kopierstab. Mit dessen Hilfe, ja, also das ist das, was sie sehen möchte. Und deshalb würde ich sagen, warpen wir uns direkt da wieder hin. Oh, ich bin erstaunt, dass das Midna so ohne weiteres macht. Sehr schön. Finde ich gut. Und wenn ich ehrlich bin, könnten wir das dann doch direkt machen, ne? In einem, wenn wir schon da sind. Das ist aber nur so nervig. Eigentlich möchte ich jetzt nicht den Part damit zumüllen, mit dieser, ja, mit dieser blöden Aufgabe, aber irgendwann muss ich es ja machen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon eh nicht, wenn wir eh noch ein bisschen Zeit haben zum Dungeon, dann können wir auch das noch machen. Daneben. Ja, nicht mehr. OMG.
Ja, es war mal wieder richtig geil. Richtig schneller sein wie der Wind. Und dann geht es zum Wahnsinn. Oh ja, und ich weiß nicht, was ich schon wieder rede, weil ich keine Ahnung habe. Ich sollte mich lieber weiter hier konzentrieren. So, und dann würde ich auch sagen, müssen wir uns nicht zu Menschen erstmal mal verwandeln, weil wir das Spielchen als Wolf machen. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen das jetzt. Ihr könnt, wenn ich ehrlich bin, die nächsten 5 Minuten abschalten, weil das wird euch wahrscheinlich wenig interessieren, wie wir jetzt in diesem Dorf die so 20 Katzen suchen dürfen. Aber wenn ihr vielleicht doch irgendwie die Lust verspürt, dann, ja, dann bleibt dran. Ich kann euch nur sagen, es wird nicht sehr schön. Wie hast du nur hierher gefunden? Das hier ist ein verschästes Dorf. Wir haben hier 30. Nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sie ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürften nicht zu viele für dich sein. Könntest du dich mit denen wenig mit ihm beschäftigen? Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit allen Katzen einmal reden. Und damit sie dich nicht zu sehr einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit allen geredet hast, musst du natürlich wieder von vorn anfangen. Ach ja, du musst ja auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar? Von der Seite? Okay. Aber wenigstens können wir wieder die geile Musik hören. Oh, na, das wird ein Spaß. Ich freue mich jetzt schon. Ja, das hat es jetzt eigentlich viel gebracht, die Tür nochmal zu machen. Miau, ist das lustig. Nummer 1. Miau, ist das lustig. Nummer 2. Ja, die sagen alle den gleichen dummen Mist. Hatte ich dich schon? Miau, ist das lustig. Nummer 3. Aber sie hatte ich schon, das weiß ich. So, hier war keiner mehr, okay. Die beiden hatte ich jetzt, dann sind die beiden hier dran. Miau, ist das lustig. Nummer 4. Ja, also es wird eine richtig tolle Aufgabe, vor allen Dingen später dann. Wenn ich dann nicht mehr weiterkomme und dann nicht mehr durchblicke, wenn ich alles schon habe und wen nicht. Gut, am Anfang ist es nämlich nicht schwer, weil da finden wir ja alle so ziemlich. Wir sind alle auf dem Weg. Aber später wird sich das grundlegend ändern. Ich glaube, dass darüber springen, das funktioniert nicht. Nee, es funktioniert nicht. Mit Mensch ist das okay, aber haben wir mit dir schon gesprochen? Nee, haben wir nicht. Na doch, haben wir schon. Wenn mal hier verstecken sich bestimmt auch noch welche, ne? Ich habe irgendwie auch so eine Erinnerung, dass sie sich auch hinter Fässern verstecken können. Aber ich glaube, habe ich mich mal getäuscht. Ja, ich glaube, es fängt schon an. Ich weiß nicht mehr schon, wen wir alles haben. Auf jeden Fall, die haben wir noch nicht. Ich glaube, wir sind gleich bei der Hälfte angekommen. Okay, die ist runtergefallen. Das ist schön. So, die Nummer 11. So, ist hier noch einer? Vielleicht hier hinter versteckt? Nee. Okay, also hier scheint keiner zu sein. Das ist schon mal schön. Ich glaube, es könnte auch sein, dass wir uns einmal zu Menschen machen müssen, um da erstmal was zu überwinden. Höhe an Höhe gewinnen können. Ja, hier war, glaube ich, die versteckt war. Nummer 12. Ja, ich glaube, ich muss das jetzt eben machen. Aber ich mache jetzt erstmal nochmal hier, die draußen sind. Weil hier waren ja auch noch 2. So, dann haben wir die Nummer 13. Und dann wäre hier die Nummer 14. So, also fehlen noch 6. Ja, die hatten wir ja gerade. Nee, haben wir nicht. Wo kommt die denn auf einmal her? Nee, doch, haben wir schon. Okay, dann ist die mir wohl gefolgt. Die haben wir noch nicht, ne? Nee, oh, die ist ja überhaupt total leicht zu übersehen. Okay, da waren wir schon. Oh, die hatten wir noch nicht, okay. Ich glaube, man muss einfach mal gucken, dass man die mehrmals anspricht. Okay, die kennen wir auch schon. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal, uns da hochzuschießen. Das hier, ja, hier ist auch noch eine, okay. Die Nummer 17.
So, da oben sehe ich zum Beispiel eine. Aber da müssen wir uns zu Menschen machen, damit wir da hoch uns hochschießen können. Zum Glück können wir uns alle Zeit lassen, wie wir lustig sind. Nummer 18. Okay, da fallen wir nur runter. Ist nicht gut. Okay, hier ist niemand mehr. Dann mache ich mich nochmal zu Menschen, um uns da drüben hinzuschießen. Aber das ging doch. Okay, wusste ich auch noch nicht, dass man so mit einer Rolle da auch rüberkommt. Aber gut. So. Ich glaube, hier waren die letzten zwei, glaube ich, die uns noch fehlen. Okay, hier war nix. Auch nix. Okay. Die hatten wir aber noch nicht. Ja, Nummer 19. Okay, wo ist die letzte? Ich glaube, ich weiß wo. Die ist da. Hier oben. Ich glaube, da muss ich mich hier oben auch irgendwo ranziehen. Hallo? Wie soll ich das denn bitte machen? Oder muss ich da wie so ein Geisteskranker da hochspringen? Da reinspringen? Das schafft man doch nie im Leben. Wo ist die letzte? Doch, die hatten wir schon. Ich bin etwas wieder überfordert. Wo ist die letzte? Wenn nicht, muss ich alle mal durchgehen nochmal. Ah, kennen wir schon. Oh, das ist immer wieder richtig super hier, ey. Ja doch, die hatten wir auch schon, das weiß ich. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, ey. Ich meine, da oben wäre keine, da ist auch keine. Ich bin echt überfragt. Ich bin überfragt. Was ich auch die Sorge habe, ist, dass wir schon eine dass wir hätten eine ansprechen können, das aber nicht getan haben. So, die hatten wir, glaube ich, auch, ne? Ja. Die auch. Auch. Alter, wo ist denn die letzte? Vielleicht da oben? Ich glaube, da komme ich aber nicht so ohne weiteres hoch. Oh Gott, das wird noch ein Spaß, ey. Ja, hier war ich aber gerade. Außer die eine da ist niemand. Oder Moment mal. Nee, da war ich auch, okay. Also ich glaube zumindest, dass ich die habe. Ja. Gute Frage. Ich weiß nicht, welche uns noch fehlt. Da ist sie und man muss tatsächlich wie ein Geistesgestörter darüber springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahnsinn, wir sind alle Freunde. Sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid. Oh mein Gott, ey. Ich möchte bitte irgendwas haben, was das entschädigt, ey. Ich hätte das die ganze Zeit schon abschließen können. Du hast also mir eingeredet. Na, herzlichen Dank. Dein Preis findest du vor dem Haus der alten Dame. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Danke. 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 So, aber ihr habt ja nicht viel verpasst. Ich habe ja so einen Cut gemacht, aber trotzdem. Boah, 10 Minuten haben mich jetzt diese ganze Suche gedauert. Doppelt so lang, wie ich eigentlich es wollte. Naja, egal. Unser Lohn, das Herzteil. Eins noch und wir haben einen neuen Herzcontainer. Ob es das wert ist, das ist die spannende Frage. Naja, egal.
Hier auch nochmal Katzen. Ich glaube, ich kann keine Katzen mehr sehen. Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten, aber fühl dich bitte wie zu Hause. Ja, ich hab dir aber was anzubieten, meine Lady. Na ja, gut, Lady. Und zwar das Ding hier. Oh, dieser Stab. Ist das etwa der Kopierstab? Ja, das stimmt. Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kommunanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, von einem seltsamer Kraft in, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einen von den Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du erhältst das Kumulana-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulana verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken. Lege es auf B oder Steuerkreuz und zeige es irgendjemanden. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulana geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich diesem Mädchen nicht geholfen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Ja, so schaut es aus. So, und vielleicht wisst ihr noch, wer sich mit diesen kumulanischen Schriftzeichen auskennt. Natürlich unser Freund Yargo, der in Kakariko ist. Und dann werden wir da mal direkt hingehen und teleportieren. Aber wenigstens können wir jetzt hier dieses Dorf hier ad acta legen, sozusagen. Da müssen wir nie mehr hin. Und wir müssen auch jetzt erstmal keine Katzen mehr sehen. Da bin ich sehr, sehr froh. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Du-du. So, dann werden wir nochmal zum Mensch und, ja, gehen hier rein. Rüsten schon mal dieses lustige Büchlein aus. So, und dann geht's hinauf in die Katakomben der Kathedrale. Und da befindet er sich ja. So, mein bester Freund. Jetzt gibt's erstmal eine schöne Lehrstunde für dich. Was ist das denn? Oh, sind das einfach kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Jack. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich davon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du das an mir willst, komm also einfach zu mir. Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Okay. Der Stab hat wieder seine Macht. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Nun wird der mysteriöse Stab antiken Statuen Leben einhauchen können. Lege ihn im Itembildschirm auf B, bestimme mit Hilfe vom Zeiger dein Ziel und schwinge ihn mit B. Die durch seinen Strahl zum Leben erweckten Statuen folgen dann deinen Bewegungen. In diesem antiken Dokument stand also der Zauber, den diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen. Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also Jake, gehen wir? Das tun wir. Aber ich würde nochmal sagen... Hier seht ihr schon, da ist die erste Markierung. Ich zeige euch mal alle. Hier in Latuan gibt's keine. In der Wüste gibt's eine. Da gibt's keine in der Schneeland. Dann gibt's hier zwei. Oder nochmal gibt es hier zwei. Also ich würde sagen, wir fangen systematisch an und gehen hier nach Firone. Und das hat sogar einen ganz triftigen Grund, weil ich hier nämlich den Part beenden werde.
und es dir nochmal ein Herzteil zu geben wird. Jetzt wohlgemerkt. Vorher konnten wir es nicht holen, aber jetzt können wir es. Und deshalb habe ich mich entschlossen, gehen wir nochmal hier hin. Ach ja, das waren noch Zeiten hier, wo wir die ganzen Finsterkristalle, Schattenkäfer hier besiegt haben. Ja, ja, das waren schon Zeiten damals. Ja, ja. So, aber wir gehen natürlich nicht hier hin, wir gehen hier hin. Und ich muss mich jetzt wieder zum Menschen machen. Ach. Danke, Midna. So, Bomben haben wir auch schon ausgerüstet, das ist perfekt. Die brauchen wir nämlich auch. Ja, hier bei unserem Freund hier mit seinen lustigen... Lampen. Oh, wir haben auch schon alle vier Flaschen. Das finde ich echt nice. Wusch. Ja, toll. Blauer Rubin und gelber Rubin. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch das Ding hier. Denn hier hätten wir diese eine Eulenstatue. Vielleicht erinnert ihr euch an noch, die haben wir auch gesehen, als wir damals in der Zitadelle der Zeit waren. So, und auf jeder dieser Symbole befindet sich ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des kumulanischen Dokumentes lesen, aber anscheinend erhält es immer noch Lücken. Ja, das dürfen wir jetzt vervollständigen auf jeder der einzelnen Sachen. Und ihr seht ja hier diese Vertiefung, nicht wahr? Das ist nämlich wichtig. Sonst wäre auch nicht dieses Symbol gekommen. So, was bringt das? Das würde euch jetzt interessieren, nicht wahr? Und zwar, wenn wir uns jetzt zum Wolf verwandeln. Und Midna zeigt es uns auch schon. Wir können sie führt uns hierhin zu einem neuen Gebiet. Und ratet mal, wo wir jetzt sind. Nämlich hier oben, in dem Nebelbereich. Und hier befindet sich ein weiteres Herzteil. Du hast jetzt insgesamt 5 und erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Sehr schön. Ich würde aber sagen, damit der Part jetzt nicht ganz so ein bisschen noch mehr hat, würde ich sagen, machen wir das jetzt auch noch in der Gerudo-Wüste. Und dann hätten wir auch den Part abgeschlossen. Ja, dann dürfen wir noch in den ganzen anderen gehen und dann, ja, sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Danach wartet nämlich dann schon der letzte Dungeon auf uns und dann wird's richtig lustig. Aber jetzt erstmal geht's noch zu dieser letzten Statue in diesem Part. Ach ja, das waren jetzt auch noch schöne Erinnerungen, neulich mit dem Goldinsekt hier. Na gut, das war sogar der letzte Part, aber so, vielleicht erinnert ihr euch hier noch hier dran. Hier geht's jetzt los. Und hier brauchen wir natürlich wieder einmal den Kopierstab. Das versteht sich ja von selbst. Hier, finde ich, hat man es auch geil gemacht. Hier in so eine Art kleines Mini-Rätsel hier. So ein Logik-Rätsel. So, man muss sich jetzt hier immer schön bewegen hier. Gut, das war jetzt natürlich nur sehr super, dass ich das so gemacht habe. Aber gut. So, ach nee, stimmt. Nee, stimmt. Der muss erstmal hier bleiben. So, damit ich nämlich jetzt da drauf springen kann und mir jetzt erstmal das Symbol holen kann. Ich will nämlich auch noch zur Truhe. Und die holen wir uns auch noch gleich. Nicht hier rumspringen, Link. Das ist nicht gut. Symbol Nummer 2. 6 gibt es ja insgesamt. So. Dann. Zum Glück kann das Ding auch so durch diese Wände hier. Also, ich sage euch schon, es wird nicht mehr so viel Interessantes, Spannendes passieren. Also, wenn ihr jetzt abschaltet, habe ich da auch kein Problem mit. Wir werden jetzt nur noch zu dieser Truhe kommen und da ist jetzt auch nicht so was Gutes drin. Aber das, was da drin ist, werden wir noch brauchen. So, wie sieht's aus? Da müssen wir rüberkommen. Aber gerade so. So. Ich soll schon ganz hier hinten sein. Schön vorsichtig, wir wollen ja hier auch nicht runterfallen.
Okay, so, und jetzt nochmal hier entlang. Wow. Vorsichtig, Link. Nicht runterfallen hier. Okay, das ist perfekt. Brauchen wir nicht mehr. Zumindest nicht mehr für diesen Part. So, und dann können wir da jetzt einfach rüberspringen und uns die Truhe genehmigen. Wenn alles natürlich passt, das sollte es aber. Aber nicht so springen, Link. Nicht, schon springen, Link. Okay, ja, passt. Schön Anlauf nehmen. Und dann haben wir auch diese Truhe. Gut, sind jetzt natürlich in Anführungszeichen nur 100 Rubine, aber wir brauchen noch ein paar Rubine. Wofür? Das seht ihr im nächsten Part wahrscheinlich. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake125.